Hallo lieber, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute mal nicht aus der Hand, weil ich habe hier direkt mein Handy am Start. Wir testen heute eine weitere Location vom guten alten Steffen Hensler. Und ich finde den Text hier sehr geil und ja, sehr, also man verspricht sich sehr, sehr viel, wenn man diesen Text liest. Und den wollte ich mit euch teilen. Oder warte, das kann ich noch besser ausdrücken. Nee, doch nicht. Kann ich gerade nicht. Eine Geschmacksreise, Leute, der Superlative. Wir servieren Funky Food, wie du es noch nie gegessen hast. In einer Location, deren Konzept garantiert in keine Schublade passt. Ist das, was dich happy macht, weil das, der Laden heißt Happy bei Hensler. Geil. Geschmacksreise der Superlative. Lassen wir uns drauf ein. Ich weiß nicht, ob wir da drin filmen können. Der Hensler ist bekanntermaßen, glaube ich, nicht mein bester Freund. Aber es könnte trotzdem sein, dass wir es hinkriegen. Sonst holen wir es raus. Weil es steht auch da drin, Superlative zum To-Go oder zum Stay. Ich glaube, ich habe es richtig gesagt, ne? Ja, ist der Kollege. Happy by Hensler. Also du hast eben schon gesagt, du hast dich schon gewundert, wann kommt mal jemand, ne? Ja, genau. Aber ich habe richtig gesehen, es gibt auch in Bremen dieses Konzept, oder gab es, hat dann aber geschlossen, ne? Genau. Aber es ist trotzdem noch relativ jung. Ja, seit einem Jahr gibt es das jetzt hier. Ah, okay. Okay, und das ist Sushi 2.0. Genau. Der Superlative, habe ich gelesen auf der Webseite, so, ne? Ja, aha. So ist das. Und was ist daran, sag ich mal, Upgrade zum normalen Sushi? Schritt 1 ist unser Topping, Schritt 2, das sind halt die Markis oder Inside Out, ja, wie man das kennt. Und dann kann man, wie man lustig ist, das kombinieren mit dem jeweiligen Topping. Ich würde sagen, 3 Runden machen wir. Dann nehmen wir Runde 1, legen wir direkt los. Ich mache derzeit noch ein paar Aufnahmen vom Laden und ihr seht den Laden nochmal eben. Geil, ja, korrekt, danke euch. Perfekt. Grüß dich, hi. Bist du öfter hier essen? Ja. Zum ersten Mal, ich auch. Sehr schön. Dann werden wir beide heute in den von Steffen Hensler. Wer hätte das gedacht? Der Laden ist geil gemacht. Wie eben auch schon erwähnt, ne, es waren auch in Bremen schon 2 Läden davon. Haben aber zugemacht. Ich habe auch da geguckt im Internet, habe ein bisschen recherchiert. Lief tatsächlich nicht, aber hier scheint zu laufen. So, ne? Ist ja auch gute Konzepte können scheitern. So, ne? Das liegt nicht immer am Konzept, sondern manchmal an anderen Umständen. Oder manchmal liegt es auch am Konzept, man weiß es nicht. Von außen noch mal eine Aufnahme. Cooler Platz eigentlich. Oh, geil. Guck mal, das sieht doch schon mal super aus. Also die berühmte Teriyaki-Soße auch vom Hensler jetzt drauf. Der Kollege sagte auch nochmal, er hat jetzt hier Wasabi mitgebracht und so, aber das Ding ist zu Ende gedacht. Die Leute wünschen das immer, aber eigentlich sollte man es nicht machen. Teriyaki-Soße vom Hensler, man kann sagen, was man will. Er ist ja bekannt auch für seine Fertig-Soßen, Fertig-Gewürze und so. Die Frage ist, schmeckt es geil? Und diese Teriyaki-Soße schmeckt immer geil. Kann man nicht anders sagen, die ist wirklich gut. So, wo kommt die Sonne her? Wir gehen in diese Richtung. So, und jetzt kicken wir hier mal rein, was das kann. Hensler ist ja auch bekannt für sein Sushi, ne? Dass es wirklich Torbos ist. Boah, aber die Kreation, ey. Verrückter Hensler-Hund. Verrückter Hund, Hensler. Geil, handlich, Alter. Ich weiß gar nicht. Boah, Stäbchen, sagt er wahrscheinlich. Aber das kannst du besser mit Stäbchen hier essen als ohne. Ich sag euch das. Ihr wisst, wie gut ich mit Stäbchen essen kann. Bricht man die jetzt hier durch? Wahrscheinlich, ne? Letztens habe ich es auf die Kette gekriegt. Machen wir das jetzt damit? Ich glaube hiermit denn, ne? Egal, scheiße. So, komm, Holly. Ja, so ist der Ding. So ist der. Schön knusprig. Leichter Sesam, wirklich schön im Knusper. Gewürze, sprich diese Hensler-Soße, immer an der Grenze. Aber eigentlich gut gemacht. Die geben immer richtig auf die Fresse. Habt ihr mal im Restaurant nachgefragt, was ist die Philosophie? Und sagen, lieber was trauen, dass die Leute sich daran erinnern. Und irgendwie, wie haben sie es gesagt, es soll ein Essen sein, was du nicht vergisst. Und deshalb hauen sie lieber auf die Fresse mit den Gewürzen als andersrum. So in die Richtung ging die Ansage davon. €9,90 für das Ding, ne? €9,90 ist nicht wenig, aber für Sushi, ja, ich kenne mich gar nicht aus bei Sushi-Preisen auch. Kresse ist eher unauffällig, Kresse ist ja eher so ein bisschen bissig. Ich würde jetzt nicht sagen, fast in die Richtung wie jetzt Wasabi, wo es in die Nase hochgeht, aber steigt schon auf, die Schärfe. Verdammt süß auch diese Teriyaki-Soße, aber es schmeckt.
einfach Sushi geil. Dieses Algenblatt schön fest, mag ich gerne. Diese Soße drauf, ich nehme jetzt einfach mal in die Hand. Die ist der Shit. Mit dem habe ich das denn gesagt? Die ist der Shit. So richtig milchig, cremig, sahnig. Wie ein Meer aus Milch. Das habe ich gerade vor Augen. Noch leicht angesüßt. Also wirklich lecker. Wirklich lecker. Also ultra milchig und vom Feeling so ein bisschen, als wenn es in so eine Eiscreme übergeht, aber nur ganz leicht. Und dann kommt das Sushi mit der Freshness wieder an den Start. Dann hast du wieder das Algenblatt, das kickt rein, nimmt diesen Kick, der in die Eiscreme-Richtung geht, wieder weg und es geht ins süße, frische, gemüseartige, avocadoartige. Für mich wirklich ein starkes Ding. Du hast das Eis auf dem Gaumen, hat er gut gemacht. Eben schönen Gewürzkick noch von der Panade gehabt. Ging beinahe so ein bisschen in Burger King McChicken Panade, aber in abgeflaut. Burger King oder wie der auch immer heißt, Crispy Chicken oder so. Vielleicht auch ein bisschen KFC, aber abgeflaut die Panade. Leicht gewürzt. Aber überwiegend, wenn ihr die Soße drauf habt, schmeckt der Teriyaki. Einmal mit Wasabi noch, ich kann es nicht anders. Einmal das Ding mit Wasabi, wollen wir noch mal probieren. Kann auch was, aber nimmt den Geschmack weg. Starke erste Runde. Wir geben mal eben Feedback den Jungs. So, mein Lieber, da ist der gute alte Holle auch am Start. Tommy, also ich muss sagen, habt ihr richtig geil gemacht. Also gefällt mir super gut. Auch diese Creme auf dem, wie heißt das, auf dem Sushi drauf. Oh, die war geil. Leichte Süße. Ich habe gesagt, es geht beinahe so in die Eiscreme-Richtung. Ja. Hier steht auch dahinter der Bude. Sehr stark. Und wie du sagst, Wasabi, okay, macht man drauf. Aber man schmeckt dann das, wo ihr so viel Gedanken gemacht habt, dafür, genau, was Sushi schmeckst du nicht mehr. Auch geil, aber dann braucht man sich das Sushi nicht holen. Genau. So denke ich mir. Dafür, dass da steht, deswegen eigentlich. Vorher gab es noch gar nicht, aber haben welche gefordert, ne? So, ja. Kannst auch Ketchup auf dem Rumsteak draufhauen, wenn man glücklich ist. Glücklich. Geil, deine Empfehlung war gut. Ich glaube, ich nehme jetzt deine nächste Empfehlung. Du hast jetzt gesagt, jetzt gehen wir kurz in eine entspannte Suppenrunde, ja, White Miso Soup. Dann nehmen wir die, geil, bin ich gespannt. Dann warten wir mal hier ab. Machen wir die Suppe. Ne? Ich warte auf euch, mein Lass. Wir sind ein Team. Das ist verpasst. So, hier kann man auch zocken. Achso, das sind Bestellterminals. Interessant, okay. Ja, das ist alles auch modern gemacht hier. Nur den hier hätte ich nicht erwartet. Den kann man eigentlich nicht bringen hier. Bin ich mal gespannt, was ihr sagt, ey. Wehe, ihr schaltet ab in der Watching Time. Also alle, die Suppen lieben, müssen jetzt richtig hart reinballern mit Liken, weil das ist sowas, das teste ich sonst eigentlich gar nicht, weil ich denke, das interessiert wenige. Boah, ein schwerer Topf ist das. Geile Nudeln. Todesweich. Du merkst den Sesam ganz leicht. Durchdringend, kräftig. Nicht so manchmal ist das Gefahr, schmeckt gefühlt auch wässrig, so eine Suppe gar nicht. Geil mit einem frischen Koriander. Ich liebe Koriander. Früher gehasst, heute liebe ich. Da ist er. Was hat mich denn da gekickt gerade? Ja. Oh, mit holt er mich. Ganz bissig, griffig am Gaumen. Also ist eine geile Kombi. Das kannst du nicht anders sagen. Diese weichen Nudeln, gefühlt ungebacken. Leichte Schärfe hast du drin. Kann ich euch zeigen, hier mal die ein oder andere Chili noch am Start. Schöne Schärfe in der Chili. Geilen Knack durch die Edamame. Das ist wirklich gut und gerade Bohnen, wenn die noch so richtig knackig sind, die haben halt so eine Power in sich und dieses Frische, dieses natürlich dieses Junge. Also wenn man diesen Geschmack beschreiben müsste, dann würde ich sagen jung und frisch. Und das mit dieser deftigen Suppe und der Schärfe noch eben von der Chili war ein wirklich gelungener Biss, wollte ich gerade sagen. Schlürfer, wie auch immer. Brühe, sahnig, weich, gefühlt buttrig. Touch Fruchtigkeit vielleicht sogar drin, das ist ein leckeres Essen. Einfach nach Garten, einfach nach Natur schmecken diese Edamame-Dinger. Diesen Ausdruck habe ich gesucht. Garten, Natur, gefühlt ein Hauch von Kräutern drin. Boah, weiter geht's. Jetzt langsam füllt sich der Laden, jetzt kommt hier mal langsam was. Also das war wieder monströs. Also wenn ich mir vorstelle, so ich arbeite hier oben Bürotag, schön Mittagspause runter, will was nicht so schwer liegt, was irgendwie, wo ich mich noch gut fühle. 1A ideal. Wirklich. Ja, sehr gut, sehr gut. Also die hat Tommy mir empfohlen eben. Die Suppe. Und ich würde sagen, ich gehe dann auch mit dir und gehe die dritte Runde noch in die. Ja, ich vertraue dir nochmal. Und dann nehmen wir vielleicht sogar noch das Salmon Tartar. Gucken, wie satt ich bin. Ja. Der Klassiker, ich mache Video und meine Freundin schickt mir ein Bild vom Brief, wo LKA draufsteht. Na super. Also ich sage euch, ich mache das Gericht noch durch und dann werde ich von abhängig machen, was gleich in meinem Bild vom Brief drin steht, ob ich noch eine vierte Runde mache.
Da ist der Kollege. Oha, da muss man jetzt Gas geben, bevor das hier runterfetzt. Das sieht schon krass aus. Hier noch mit der Panade außen. So, Funky Salmon Melman. Lachs Tatar, Guacamole, Kimchi Butter, Schnittlauch, Tobiko. Was ist Tobiko? Kaviar vom fliegenden Fisch, könnte man sagen. Tobiko. Ordentlicher Knack von dem Kaviar. Leicht fischig. Pfeffrige Note. Kaviar knackt, der Schnittlauch knackt. Gucken wir mal rein. Erstaunlich, aber diese Panade ist eher, ich sag mal, geschmeidig, clean, gar nicht so nachdringend. Also todesknusprig auch, aber nicht so wie beim anderen, dass es so richtig reinpfeffert, wisst ihr? Also eher mild und dezent. Kriegt nochmal die Säure rein, ganz präsent. Auch so verrückt, als wärst du im Tunnel drin. Alles ausgeblendet, du hast im Inneren, im Kern auf einmal nur noch diese Säure, ganz präsent, alles andere weg. Ich kenne diesen Geschmack. Hasse es, wenn ich ihn nicht greifen kann. Immer schön würzige Note. Ich dachte, ich wäre doof. Leichter Chili-Touch, aber merkst du, kommt eher wie ein Gewürz rüber. Dezent. Die Schärfe merkst du nicht, aber du merkst den Geschmack der Chili. Und hier ist sie nämlich nochmal. Seht ihr? Einer geht noch. Leider komme ich in den Geschmack nicht rein. Kaviar ist auch leicht süßlich. Wir nehmen noch einmal die Tatar-Runde. Die Tatar-Runde und dann gehen wir zur Bewertung. Tatar kurz und knackig einmal jetzt. Auch kurz gefasst erstmal sehr stark gewesen auch, ja, das letzte. Schön. Und jetzt würde ich tatsächlich einmal leicht von einer Empfehlung abweichen und das Tuna-Tatar nehmen, weil ich jetzt schon Salmon hatte. Ja. Und dann würde ich das Tuna-Tatar noch nehmen und dann sind wir am Start. Ja. Geil, danke Rudi. Mein Brief ist trotzdem hart nervig, sage ich euch so, wie es ist, ey. Kann ich euch auch sagen. Da hat mich zum ersten Mal jemand angepisst, einfach weil er auf dem Bild drauf war. Ne? Und so ein Ding, der wusste es für YouTube. Ne? Ich habe es nur nicht ausgesprochen, aber es war klar. Habe auch gesagt, hier von meiner YouTube-Community, hier und da und dies und das. Ja, und will jetzt nochmal Geld rausschlagen, so, ne? Ganz ärgerlich. Aber ich habe zum Glück mit meinem Anwalt schon gesprochen über die Sache. Ist tot für ihn. Keiner weiß, warum er das macht, weil ganz klar ist, dass er weiß, dass es passiert. Wir reden offen in die Kamera, bleiben. Du kennst ja die Regeln, also mein Anwalt. Ne? Und jetzt im Nachhinein, keine Ahnung. Komplett unnötig, wieder so eine Scheiße. Kannst ja völlig verstehen, aber wenn jemand das nicht checkt oder nicht weiß, aber wenn er das weiß, im Nachhinein dann denkt, oh, jetzt hole ich da noch Knete raus, ist doch armselig, Mann. Naja. Geben das seine. Wird ihm viel Geld kosten. Also das unser Sushi-Reis mit Tuna-Tatar, der ja. Mariniert von uns. Das ist unser selbstgemachter Coleslaw-Salat. Ja. Gewässerte Peperonis, gewässerten roten Zwiebeln. Mhm. Dann ist da ein Bali-Dressing. Und oben unser Happy-Hensler-Topping. Das ist Koriander, Lauchzwiebeln und auch rote Peperoni gewässert. Okay, geil. Mit Terry-Soße, Haus-Mayo und auch den Kimchi-Sesam. Geil, cool. Die Fischen, die Mädel. Okay, die mache ich rüber dann einfach, ne? Das gibt nochmal den Extra-Kick. Uiuiuiuiuiuiuiui. Geiler Coleslaw. Schöne Ingwernote, ganz frisch. Und dann haben wir hier, ich weiß nicht, was ist, irgendwelche Bärchen. Irgendwelche Bärchen haben wir hier. Boah, und die geben so einen fruchtigen Kick mit rein, wirklich sehr geil. So wie eine kandierte Früchte, so, wisst ihr? Schmeckt das ein bisschen? Wirklich stark, ey. Also, ich bin begeistert vom schönen Hensler. Dann diese Teriyaki-Soße an der Seite. Tuna-Tatar. Ich feier die Teriyaki-Soße einfach. Dennoch schön mit dem Sesam oben. Habe ich da, das war doch wieder. Ah, es muss der schöne, knackige Sesam gewesen sein. Noch schön knackig. Vielleicht Feuchtigkeit aufgenommen, deshalb so ein Biss, der knackig ist, aber du merkst, die Flüssigkeit kommt rausgeschossen. Du kannst hier geile Bisse machen. Du kannst kreieren. Du nimmst Coleslaw mit den kleinen Bärchen. Du nimmst dazu noch Pepperoni. Du nimmst von diesem Hensler-Topping mit dem Lauch und so weiter rein. Und das ist ein schöner Biss hier. Schöner, schöner Biss. Geiler Ingwer. Richtig knackig. Ganz frisches Gemüse. Merkst wirklich den Wasseranteil noch, der irgendwann verloren geht, wenn es länger liegt. Schieß ihn nochmal mit der Limette nach.
Dann geht man in die andere Seite rüber, kriegt diese süße Teriyaki-Soße noch mit. Immer wieder diese Schärfe im Nachklang. Dann gönnt man sich den Reis dazu, nimmt man alles einfach ganz barbarisch rein. Süße, geht fast in die Bonbon-Richtung. Und dann kommt der geile Koriander, ganz frisch nachgeschossen. Gibt diesen Asia-Touch rein. Der Reis gibt diese gewisse Fülle im Mund. Der weiche Biss, bin ich sehr begeistert von. Ich snack auf und dann gibt's die Bewertung. So, Tommy, dann habe ich jetzt mal Bewertung für dich. Ja, immer, mein Lieber. Also war wirklich stark. Also Runde 1 gebe ich dir für die erste Runde 9,1 Punkte. Ui. 9,1, also selten bei mir Bewertung über 9. Ja. Runde 2, Suppe gebe ich dir beinahe eine 9,2 sogar. Ja, Runde 3, auch sehr lecker, komme ich aber nicht über eine 8,3 raus. Okay. War auch gut, hat mir ein bisschen der Wumms im Nachgang gefehlt. Okay. Ist ja in Ordnung. Aber okay, war geil, war super geil trotzdem. Also auch eine super Bewertung. Ist auch nicht schlecht, wollte gerade sagen. Ja, und beim letzten gebe ich dir auch nochmal eine 9,1 für das letzte Gericht. Durchweg alles zu empfehlen, alles sehr lecker, Mann. Geil, haben wir einen guten Job gemacht. Ja, auf jeden Fall. Geil, dass du da warst, Alter. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Ja, und guckt alle beim lieben guten Hänster rum hier. Ja, kommt vorbei, Wedekindstraße 34. Kuss, alles klar. Dann und alle abonnieren die Maschine. Kuss, danke dir. Gut, in dem Sinne sage ich, dann beende ich auch das Video und sage danke an alle fürs Zuschauen. Lass gerne den Daumen oben scheppern. Danke, auf und jeden Fall. Guck beim guten Tommy rum. Ja, guck mal Holle. Ja, danke. Bis dann. Ciao.